Kommentator ist jetzt Rudolf Brückner. Viel Spaß. Pokalsieg, sein größter Erfolg 95 mit dem TBV. Und hier und heute soll der größte Erfolg in der 85-jährigen Vereinsgeschichte des TBV mit Lajos Mogschaj noch errungen werden. Aber sie müssen jetzt diese 2 Minuten Zeitstrafe erst einmal in Unterzahl einigermaßen überstehen. Er war einer der Matchwinner im ersten Finale in der Seitenstichhalle in Bielefeld. Achim Schürmann. Terbe. Schön angespielt, Achim Schürmann. Ja, das ist jetzt die Phase des TBV. Zerbe auf Schürmann. Wunderbar. Erst den Wurf angetauscht. Und dann dieser kurze. Neun. Und manchmal muss es dann einfach mit Wucht gehen. Daniel Stefan. Es ihm zu gönnen. Sie sehen in der Statistik 4 Versuche. Jetzt endlich den ersten Treffer. Vorher 4-mal gescheitert. Die Zeit ist abgelaufen. Also gibt es noch einen Freiwurf oder was machen wir jetzt? Gibt noch einen Freiwurf. Vielleicht auch durch die Mitte, wie vorhin beim Spiel gegen Hameln. Das wäre auch noch was für die Kuriositäten. Oder vielleicht doch außenrum Schürmann. Da war es auch ein bisschen weit weg. Also, die erste Halbzeit vorbei in Santander. Minuten noch bis zum Europapokal. Achim Schürmann mit 22, der jüngste in diesem Team. Das ging ja 24-19 aus, also wenn es hier auch 5 Tore Unterschied sein sollten, dann ist auf jeden Fall Lemgo der Sieger. Und das ist ihm zu gönnen. Frank Ziegler, der Ball war zwar abgestanden, aber sei es drum, vielleicht sein letztes Tor in den 14 Jahren TBV Lemgo. Immerhin in der Bundesliga hat er 593 Tore erzielt. In 331 Erstligaspielen übrigens, und der Frank Ziegler, er wird ja nach Spenge gehen und dort es ausklingen lassen, seine lange Handballkarriere. Ähnlich wie Volker Mudro, auch er wird den Verein verlassen. Der Wackelkönig, er geht nach Braunschweig, zurück in die Heimat, wird seinen Beruf als Krankengymnast voll nachgehen. Und hier unten, hier sehen Sie ihn, Lajos Mogschaj, er jubelt. Also so langsam geht jetzt auch das Gemüt auf der Bank mit ihm durch. Lang hat er gearbeitet, in den letzten Minuten noch ein bisschen wieder gezittert. Aber jetzt, denke ich, ist es wirklich unter Dach und Fach. Die letzte Minute läuft noch, 59 Sekunden zum Europapokalsieg für Lemgo. Und Laszlo Maroschi wird dann das nächste Thema sein nach großem Feiern. Wo geht er jetzt hin? Geht er nach Minden oder bleibt er doch in Lemgo? All dieses spielt, denke ich, ab übermorgen wieder eine Rolle. Heute und auch morgen wird gefeiert. Heute schon in Santander, heute schon auch in Lemgo, heute schon auch in Nettelstedt. Aber morgen wird es ein Riesenfest geben in Ostwestfalen, wenn die Mannschaft wieder zu Hause ist.
Und plötzlich sind die Handballer da, wo die Fußballer noch hinwollen in dieser Saison. Sie haben einen Europapokal und das ist sicher. Lemgo gewinnt gegen Santander den Europapokal und hier der König am Boden, Lutz Wasser. Er hat es möglich gemacht, diesen Sieg. Großartig, herzlichen Glückwunsch nach Lemgo. 25-26, ein Tor, Rückstand. Das ist nicht tragisch. 5 Vorsprung im ersten Finalspiel. Das war entscheidend. Und das hat hier die Grundlage gelegt für diesen turbulenten und großartigen Sieg. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und zurück ins Studio. Mich übergeben dem TBV Lemgo. Wer verdienen kann, den Europacup zu holen, ist mehr wert als ein paar Mark Prämie. Jetzt habe ich schon gedacht, Horst Bredemeier sagt im Handball. Ja, da haben wir also hier die Bilder. Volker Zerbe, der Mannschaftskapitän, nimmt den Pokal entgegen und da passen schon einige Liter rein. Da wird sicher heute viel gefeiert werden. Also, Bilder des Tages mit einem großartigen Erfolg des TBV Lemgo, zusammengestellt von Christine Hack. Tschüss. Good time.